Hallo ihr Lieben und herzlich willkommen zu einem neuen Video von mir. Mein Name ist Claudi und ich begrüße dich ganz, ganz herzlich in meiner Welt. Heute schauen wir mal in die neue oder in die aktuelle Goodiebox Welcome Box. Und wenn du Bock drauf hast, dann hol dir was zu essen, hol dir was zu trinken, lehn dich zurück, genieß die Show und viel Spaß mit dem Video. Ich habe eben schon reingelinst und ich muss sagen, der Inhalt ist wirklich, wirklich gut dieses Mal. Man bekommt die Goodiebox normalerweise für 19,95 Euro im Abo und hat 5 bis 7 Beauty-Produkte drin enthalten mit einem Warenwert von mindestens 70 Euro und mindestens 2 Full-Size-Produkten. Wenn man die Box neu abonniert, bekommt man die Goodiebox Welcome Edition und die bekommt man 50% günstiger für 9,95 Euro. Geh dazu gerne über den Link in meiner Infobox und ja, da bekommst du dann sogar noch ein Goodie on top, was ich dir auch noch zeigen werde, denn das ist hier auch mit drin. Und ich habe sie von der Goodiebox selber zugeschickt bekommen, um sie vorstellen zu können und bedanke mich herzlich da für die Möglichkeit. Und ja, ich verlose einfach mal in diesem Video ein selbst zusammengestelltes Beauty-Paket. Alles, was du dafür tun musst, steht in der Infobox. Schau super gern mal dort vorbei. Ich bin ein bisschen aufgeregt. Ja, wir haben bei der Goodiebox immer dieses großartige Schubladendesign und ich finde, das haben die Dänen, also das kommt ja aus Dänemark, ne, richtig toll gemacht, weil du kannst eben dadurch, dass die Box immer die gleiche Größe, immer das gleiche Format hat, daraus dir auch so ein kleines Regal basteln. Also du kannst sie super wiederverwenden, weiterverwenden und ich ziehe das mal hier so raus und die Goodiebox steht auch ein bisschen dafür, dass die vor allem mit Pflegeprodukten uns dazu bringen möchte, etwas mehr Self-Care zu machen, also etwas mehr Momente für einen selbst sich zu gönnen. Und ich finde auch, dass Skincare oder generell Körperpflege und so weiter für mich jeden Tag aufs Neue mich dazu bringt, auch einfach mir diese Zeit zu nehmen. Denn ich bin einfach super busy, ich tue und mache und hast du nicht gesehen, guckt euch diesen Vlog an. Den habe ich so um Weihnachten gedreht. Ich bin sehr viel beschäftigt. Und wenn ich dann einfach die Möglichkeit habe, mir jeden Morgen, jeden Abend ein bisschen Zeit für mich zu nehmen mit wundervollen Produkten, dann liebe ich das. Das ist halt so voll mein Vibe, ne? Und ja, da möchte uns einfach die Goodiebox, wenn wir diese Welcome Box bekommen im Januar, begrüßen. A big welcome to happy self-care, genau. Also du bist einfach da jetzt begrüßt worden, dass du glücklicherweise etwas Self-Care machen kannst mit diesen Produkten. Aber nicht nur das, wir haben da auch ein bisschen dekorative Kosmetik drin. Die Goodiebox verzichtet weitestgehend auf Verpackungsmaterial. Wir haben immer dieses Seidenpapier, was die Produkte halt so zusammenhält. Aber ansonsten haben wir hier nicht allzu viel Verpackungsfüllmaterial. Wenn wir aber so Puderprodukte drin haben, wie zum Beispiel dieses Goodie, was ihr bekommt, wenn ihr über meinen Link in der Infobox die Box neu abonniert, dann ist das in der Verpackung selber zum Beispiel eingepackt oder man hat dann nochmal so eine kleine extra Verpackung drumherum. Ihr bekommt nämlich diese Lidschattenpalette von Bare Essentials, nein, von Botanic Beauty mit on top. Die hatten wir Abonnenten, also ich habe sie auch selber im privaten Abo, ne, schon auch mal mit drin gehabt, aber das ist ein absolutes Highlight. Und das ist auch die Sache, die Goodiebox hat hier in dieser Beautybox, in der Welcome-Box, quasi die Lieblinge der Community reingepackt oder die Top-Produkte, ne? Und damit wird man dann halt wirklich in dem Team Goodiebox begrüßt und das finde ich großartig. Und diese Palette zeichnet das halt wirklich aus, weil ich glaube, das ist eine Palette, die viele von uns einfach verwenden und mögen. Und ich glaube auch, nicht jeder steht auf so einen kunterbunten Look, wie ich den halt immer mal wieder trage, sondern man mag es dann vielleicht etwas zurückhaltender. Und da kommt diese Palette auf jeden Fall ganz gut und die ja, ist halt einfach mit sehr neutralen, zurückhaltenden Tönen, die man wundervoll im Alltag verwenden kann, vielleicht mal ein bisschen dunkler werden kann, vielleicht auch mal ein bisschen mehr Gold oder ein bisschen mehr Farbe hier ins Spiel bringen kann, wenn man möchte, ne? Aber es ist eine schöne Palette, die für mich persönlich zu basic wäre, aber ich bin halt so ein Paradiesvogel, ne? Nicht jeder ist so ein Paradiesvogel wie ich. Finde ich auf jeden Fall klasse, dass das dann quasi mit on top mit dabei ist und wir halt dann noch weitere Produkte hier drin haben. Und ich glaube, wir haben hier in dieser Welcome Box einen Wert von 120, 130 Tacken. Das ist richtig heftig. Und jetzt würde ich sagen, machen wir auch mal mit der Skincare weiter oder mit der Pflege generell. Da habe ich hier etwas drin von Now Bay. Das ist ein Cleanser, sehr schön. Ein Equalize Freedom Low pH Hemp and Green Tea Gentle Cleanser. Und hier sind 200 ml drin, das dürfte dann auch eine Originalgröße sein. Und Hanf beruhigt, grüner Tee ist auch ein bisschen, dass der uns hilft, gegen Unreinheiten vorzugehen, ne?
Und das dürfte auf jeden Fall eine gute Sache sein. Wir haben hier einen sehr hohen Anteil an natürlichen Inhaltsstoffen drin und das finde ich großartig. Und ich finde auch eine Gesichtsreinigung können wir alle gut gebrauchen. Jeden Morgen, jeden Abend reinige ich mein Gesicht, ne, und verwende dafür einen Cleanser und meine Haut dankt es mir halt wirklich. Als nächstes habe ich hier was von Terre de Mars drin. Das haben wir in der Goodiebox als Marke öfters vertreten. Hier haben wir eine Eminence Body Nourishing Milk drin, enthalten mit 100 Millilitern. Sagt mir so nichts. Ich glaube auch noch nicht, dass ich die mal ausprobiert habe. Und ist tierversuchsfrei? Ist das alles tierversuchsfrei? Also wir haben oft hier so tierversuchsfreie Produkte drin enthalten. Die ist auch auf jeden Fall tierversuchsfrei. Naobei steht hier nicht explizit drauf. Das weiß ich jetzt so nicht, aber ich würde es jetzt einfach mal so denken, ne, wenn das hier auch EcoCert Cosmos zertifiziert ist und so. Naja, auf jeden Fall haben wir hier auch was für die Körperpflege mit in der Box und das ist auf jeden Fall ein gutes Produkt. Und wir haben in der Goodiebox auch sehr häufig eher so Basic-Produkte, ab und an mal auch ein bisschen was Fancyes, aber hauptsächlich, wartet auf mein Video am Sonntag, da habe ich was richtig Krasses für euch. Auf jeden Fall haben wir hier ab und an mal auch was Fancyes mit dabei, aber hauptsächlich sind es halt Produkte, die wir easy peasy in unsere ganz normalen Routinen integrieren können. Und da passt natürlich jetzt zu der Lidschattenpalette auch genau dieses Tool hier, das ist von Nire Beauty, ein Pinsel aus der Glitter Edition und ich habe schon einige Pinsel von Nire Beauty, auch aus der Glitter Edition, auch aus den Goodie Boxen, auch aus Limited Edition Boxen, die man auch bei Goodie Box bekommt und ich finde sie wundervoll. Also das sind ganz, 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 ganz schöne, tolle Pinsel und ich mag dieses Glittery total, also das macht mich glücklich und damit kann man wirklich auch so Concealer einarbeiten, man kann, weil der halt ein bisschen fester gebunden ist, ne, auch so Lidschattenbasis auftragen oder keine Ahnung, auch sehr, sehr grob verblenden. Ich glaube, dass der mit der Palette auch echt gut funktionieren kann, dass man damit halt auch schöne Alltagslooks schminken kann. Ja, dann habe ich hier als nächstes drin enthalten von Sarco Perfume. Das ist witzig, die habe ich aktuell an meinem Bett stehen und die habe ich fast aufgebraucht. Ich glaube, da sind noch zwei, drei Anwendungen drin. Von Sarco Perfume Pink Molecule 09, keine Ahnung, eine Handcreme, ne? Und die ist wirklich, also ich mag die. Ich habe die abends in Anwendung und die ist relativ stark parfümiert. Also mein Freund steht da jetzt nicht so sehr drauf. Ich brauche die gar nicht an. Doch, ich will dir zeigen, ne? So auspacken muss ich die ja schon. Ich weiß zwar, wie die aussieht, aber ihr wisst es nicht. Und da kommt dann auf jeden Fall jetzt hier meine Schere mal in den Einsatz. Ich finde, die zieht recht gut ein. Also ich mag die auch. Was ich bei der Verpackung ein bisschen blöd finde, ist, dass man das Produkt nicht so gut rausbekommt. Eben weil man irgendwann dazu neigt, dass man das halt so quetscht. Und das ist halt bei diesen Salbentuben, nenne ich die ja so gerne für mich, etwas schwierig. Aber trotzdem, du hast hier auch wieder einen Full Size, ne? 50 Milliliter dran enthalten. Und ich finde die gut und ich mag auch den Duft, aber es ist halt wirklich Geschmackssache. Ich glaube, nicht jeder mag den Duft, aber ich finde es gut. Ich weiß noch, als ich die in meiner Goodiebox drin hatte und ausgepackt habe und mir die auch beim Unboxing drauf gemacht hatte, dass ich das so gut fand. Als nächstes habe ich hier so ein Multitool drin von Nire. Das kannst du verwenden, sowohl um dein Gesicht damit zu reinigen, zum Beispiel in Verwendung mit dem Cleanser, oder, und das haben die irgendwie echt fancy gemacht, wirklich, du kannst damit auch theoretisch deinen Pinsel reinigen. Also das Produkt lässt sich ganz einfach in die Hand nehmen. Du nimmst hier, kannst dir so deine Finger reinstecken, wie in so einen Schuh, ne? Ist auch ganz süß. Und damit kannst du, wie gesagt, dann dein Gesicht reinigen. Machst dir hier ein bisschen Wasser drauf und den Cleanser. Und du hast hier wirklich so ganz leichte Noppen. Das reizt das Gesicht nicht. Das ist auch so eine ganz leichte Massage, ne? Und ja, damit kann man den Cleanser halt wirklich gut einarbeiten. Oder eben, man nimmt es in die Hand. Ich würde es dann ja in die linke Hand nehmen. Und mit der rechten Hand mache ich hier meinen Pinsel sauber. Auch das funktioniert ganz einfach mit solchen Pads. Und fühlt sich super weich an. Und hier unten haben wir dann auch noch so eine Massage-Geschichte. Da sind die noch ein bisschen dicker und kürzer. Ist schon süß, ne? Kann man auf jeden Fall machen. Und dann habe ich hier noch was drin enthalten, was so ein Zwischending zwischen dekorativer Kosmetik und Pflege ist. Und zwar ist es von CAT London das Everyday Vacay Coconut Lip Oil. Und ich habe auch CAT London Produkte in Beautyboxen, in diversen Beautyboxen immer wieder drin gehabt. Und habe dann letztes Jahr auch mal ein Fullface dazu geschminkt. Und ich muss wirklich sagen, also da hatte ich mir die Foundation und so weiter dann einfach so gekauft, ne? Die Marke hat echt was drauf. Also das ist echt nicht nur hübsch, sondern die können auch wirklich was. Und so schaut das Typchen da, oh, hier unten bitte. Genau, das Typchen einmal auch aus und auch das ist eine Originalgröße.
Hier haben wir so einen Applikator zum Rausdrücken. Das muss man mögen, ne? Ich bin da jetzt nicht so ultimativ Fan von. Also jetzt so abends am Bett kann ich mir das vorstellen, aber für unterwegs wäre mir das ein bisschen zu wubbelig, ne? Gut, ich finde das ganz interessant, dass wir hier von der Farbgebung der Produkte her alles so ein bisschen cleaner haben. Das ist alles so weiße Umverpackung, ne? Das ist echt hübsch gemacht. Also als hätte da wirklich jemand die Produkte nicht nur aufgrund der Art und Weise der Produkte zusammengestellt und auch gut miteinander kombiniert, sondern auch aufgrund des Packagings. Und das finde ich schön. Nur, dass die Bodylotion fällt so ein bisschen raus und natürlich die Lidschattenpalette. Genau, ja, das ist einmal jetzt der Inhalt der Box gewesen. Und ich finde, für 9,95 Euro kann man sich null beschweren. Ich find's cool. Also, ja, genau. Das wäre es ja auch schon wieder gewesen. Schreibt mir gerne in die Kommentare, wie ihr diese Welcome-Box so fandet. Ich werde auch noch das Unboxing von der regulären Abo-Box im Laufe des Monats hochladen, aber ich habe sie halt noch nicht da. Und ja, dann wäre es das hier gewesen. Wenn es dir gefallen hat, wäre ein Däumchen ein Träumchen. Ansonsten wünsche ich dir einen wunderschönen Tag, einen wunderschönen Abend. Fühl dich ganz doll gedrückt von mir. Lass es dir gut gehen und hoffentlich bis zum nächsten Mal. Ciao.